is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Selig sind, die ihre Kleider waschen. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Erwarten wir endlich, in den Himmel zu kommen und dem himmlischen Chor beigestellt zu werden. Wir werden, was den Charakter betrifft, genauso aus dem Grab kommen, wie wir hineingekommen sind. Jetzt ist die Zeit zum Waschen und Bügeln. Johannes sah den Thron Gottes und eine Schar, die um den Thron herumstand. Da fragte er: Wer sind diese? Die Antwort lautete: Diese sind, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Christus führt sie zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und dort ist der Baum des Lebens und der teure Erlöser. Hier wird uns ein Leben dargeboten, das sich mit dem Leben Gottes misst. Es gibt keine Schmerzen, keine Sorgen, keine Krankheit, keinen Tod. Alles ist Friede, Harmonie und Liebe. Jetzt ist die Zeit, in der es gilt, Gnade, Kraft und Stärke zu empfangen, die wir mit unseren menschlichen Bemühungen verbinden sollen, damit wir Charaktere für das ewige Leben entwickeln können. Wenn wir dies tun, dann werden wir entdecken, dass Gottes Engel uns dienen. Wir werden Erben Gottes und Miterben Jesu Christi sein. Wenn die letzte Posaune erschallen wird und die Toten aus ihrem Kerker gerufen und in einem Augenblick verwandelt werden, dann werden den Siegern Kronen unsterblicher Herrlichkeit aufs Haupt gesetzt. Die Perlentore werden sich den Nationen öffnen, die an der Wahrheit festgehalten haben, und sie werden eintreten. Der Kampf ist vorbei. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Wollen wir diesen Segensspruch hören? Ich wünsche ihn mir. Und ich glaube, ihr wünscht ihn euch. Möge Gott euch helfen, damit ihr die Schlachten dieses Lebens besteht, jeden Tag einen Sieg verzeichnet und am Schluss zu denen gehört, die Jesus ihre Kronen zu Füßen legen, in die Saiten der goldenen Harfen greifen und den ganzen Himmel mit der schönsten Musik erfüllen. Ich möchte so gerne, dass auch ihr meinen Jesus lieb habt. Bitte weist meinen Heiland nicht ab. Er hat ja einen unendlich hohen Preis für euch bezahlt. Ich sehe an Jesus unvergleichliche Anmut. Und ich hätte gerne, dass auch ihr diese Anmut wahrnehmt. The Lord is coming. Are you ready?